So, dann fahren wir mal wieder. Und endlich auf der Straße, Alter. Hey. Ich freue mich wieder. Und damit herzlich willkommen hier beim zweiten Motorvlog. Mit dem Steini und mit euch im Ober. Also das Mobile ist jetzt dort, drei Tage nachdem ich das Infovideo aufgestellt habe, habe ich es dann angemeldet. Ja, ich habe ein paar Fehler behoben und jetzt geht die perfekt. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg tanken, weil die extremst saft. Die hat 5,5 Liter Tankinhalt, habe ich im Handbuch gelesen. Und die saft elendigst, das ist ein Wahnsinn. Und ich habe jetzt aber kein richtiges Thema vorbereitet. Das war jetzt ein wenig. Ja. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg tanken. Eben wegen dem Saufen vom Moped und Tankinhalt und bla bla bla. Ja, und das wird auch jetzt der letzte Motorvlog für das Jahr sein. Weil es ist wirklich arschkalt. Ich habe eine dicke Hosen an, eine Winterjacke, Unterleibe, Pullover, Handschuhe, ich meine, habe ich eigentlich immer, Skisocken, ja, Boxershorts und sowieso. Oh, aber es ist wirklich arschkalt. Also ich spüre es auch voll beim Helm und bei den Lippen. Ich habe zwar so ein Halstuch drauf, aber es ist trotzdem kalt, richtig kalt einfach, aber gut. Ich habe gesagt, einen Motorvlog mache ich nur und dann ist es End für das Jahr. Ja. Dann kommt man nur noch die. Ja. Diese. Man, verdammt, das fällt mir gerade nicht mehr ein, was ich machen wollte. Ich muss ja zugeben, ich genieße die Fahrt dann mal da wieder, weil ich bin sonst immer am Abend gefahren und es wird ja jetzt immer um 5 Uhr schon finster. Und ich komme aber eben um 5 Uhr ist bei mir Arbeitsschluss, also Feierabend. Das ist eben übrigens, das ist halt mein Urlaub oder einer meiner besten Spätzle, mit denen ich immer Moped fahre. Und er fährt der Derby Sander SM50 Extreme, also Baujahr ist glaube ich, was sind seine Baujahr? 2010er glaube ich. Hat bei ihm irgendwas mit 28.000 Kilometer drauf. Ja, meine hat 34.000 Kilometer drauf, okay, gut. Ja, sein ist ein Drossel, aber er fährt nicht schneller als 50, 60 in etwa. Thank you.
Aber ich bin gleich schon am 6. Ah, wie die Erde mal handelt. Ja. Aber geht schon dahin. Die geht schon wirklich extrem gut. Ja, vor der 60, 55 sowas. Er wird jetzt auch nicht mehr oft fahren, also er wird jetzt über den Winter das Moped legen und wird es lackieren. Oder er möchte es lackieren, er will halt das orange-schwarz weg haben und auch, was will er, blau-weiß oder sowas hat er mal geredet. Was seine genauen Pläne haben, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber er will es halt so machen, dass es geil ausschaut. Das mache ich aber bei dir auch noch. Andere Lichtmasken. Vielleicht, wenn ich dazu komme. Handguards. Aber ich mache es nicht mehr rot-schwarz, sondern orange-schwarz wahrscheinlich. Boah, hey. Und eins mache ich auch noch. Also, ein Video kommt her, wahrscheinlich schauen, wo ich mit dem Moped fahre. Und zwar Weihnachtsausfahrt. Genau, Weihnachtsausfahrt, außer es liegt der Schnee, dann werde ich die nicht machen. Ja, sieht es eh, wir haben jetzt Mitte November und es liegt einfach nur immer kein Schnee. Ich meine, es liegt manchmal scharf ein bisschen Schnee da, aber auf der Straße ist es entweder nass und mehr nicht. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht eingeplant, wie lange ich das Video machen will. Aber wir sind jetzt eh gleich an der Tanke. Und ich glaube, da werde ich dann auch das Video beenden, denke ich mal, weil ja. Naja, wie gesagt, es, ja, jetzt ist das letzte Video. Und ich weiß, es hat wirklich nicht dort, also insgesamt jetzt dann zwei Motovlogs gegeben. Das tut mir eigentlich auch leid, aber nachdem das Moped eingegangen ist und das dann so lange gedauert hat, bis ich an das Moped gekriegt habe, das war wie gesagt wirklich überhaupt nicht geplant, aber ja. Naja, gut, jetzt sind wir eh gleich da. Ich kann es euch übrigens sagen, da hat Life on Two Wheels, der ist da auch schon mal durchgefahren. Weil der fährt da in der Gegend nur dumm.